Herzlich willkommen zum dritten Teil Piaggios fairer Umbau NSL 50 von meiner Frau, die ja rosa werden soll. Heute habe ich ein paar kleine Umbauten, ich habe ein paar schöne kleine Videos und Bilder mitgebracht. Gucken wir uns gemütlich an, los geht's. Endlich geht's weiter. Ich habe ein bisschen Urlaub gemacht, ein bisschen umgebaut, habe ein paar schöne Bilder mitgebracht. Als erstes zeige ich euch die Hupe. Die alte Hupe hat ja nicht mehr viel von sich gegeben, eigentlich überhaupt nichts mehr, nicht mal irgendeinen halben Ton. Ja, habe ich natürlich rausgeschmissen und gegen eine vernünftige neue ersetzt. Ich weiß gar nicht, eine Motorradhupe einfach ganz normal bei eBay gekauft. Funktioniert super, hört sich richtig kraftvoll an. Dann bin ich zur Bremse hinten gekommen. Hinten war nicht mehr so ganz so viel auf der Bremse drauf, sah schon ein bisschen heiß aus und der Griff ließ sich einfach ziehen. Man konnte auch nicht mehr wirklich viel nachstellen, also das war nicht mehr so viel zu retten. Deswegen habe ich gesagt, komm, wir investieren die paar Eier und kaufen gleich eine vernünftige neue Bremse. Ja, neue Trommelbremsbelege, es sieht auf jeden Fall besser aus, ist auf jeden Fall viel mehr Fleisch drauf und so kann man auch ordentlich bremsen. Ich habe natürlich auch ein paar neue Teile bestellt. Ich musste mir das mal aufschreiben, weil man vergisst das doch einfach, was ich alles neu bestellt habe. Zeige ich euch natürlich auch. Unter anderem gab es Neuteile Bremse. Das musste sein. Die alte war nicht mehr so gut. Muss ich dann austauschen. Deswegen einmal Bremse neu. Dann Rücklichtschrauben habe ich gefunden. Diese roten Schrauben, die kosten 1,59 Euro bei Motorradteile 24, glaube ich. Bei eBay wollte man 6 Euro dafür haben. Dann habe ich natürlich Getriebeöl gekauft, weil wir müssen frisches Öl einfüllen. Ich weiß nicht, wie alt das war. Deswegen machen wir es neu. Dann natürlich Getriebeschraubendichtung. Da kostet eine, glaube ich, 80 Cent oder so. Da habe ich gedacht, komm, dann bestell die doch einfach mit, ne? Weil einmal ab und so, wer weiß, wie alt die sind und wie ausgehärtet, machen wir auch neu. Dann haben wir einen neuen Hupenschalter, der ließ sich ja nicht mehr drücken, beziehungsweise der war abgebrochen. Dann habe ich gedacht, ne, so ein abgebrochener Knopf sieht dann auch doof aus, machen wir neu. Einen neuen wunderschönen Kennzeichenhalter, muss man nichts bohren, den Kennzeichenhalter schon, den macht man fest und dann klippt man das Nummernschild einfach so da fest, das Kennzeichen, und sieht dann auf jeden Fall schöner aus. Dann gab es noch neue Birnen, Blinker und Kennzeichenbeleuchtung, also diese Soffitte und die Glühlämpchen habe ich neu bestellt. Und weil wenn man das schon mal auf hat, dann macht man es auch neu, ne? Dann, wenn das eh abpasst, macht man für die paar Cent ein paar neue Birnchen rein. So, dann habe ich eine neue Keilriemensteigscheibe gekauft. Die war auch so ein bisschen abgenudelt. Eine neue Zündkerze natürlich. Neuer Ansaugstutzen. Der war ja auch komplett porös. Und einen neuen Luftfilterschlauch habe ich natürlich auch gleich mitbestellt. Wenn man, machen wir den Ansaugtrakt komplett nochmal neu. Dann gab es natürlich noch eine neue Batterie. Einfach so eine relativ einfache, sage ich mal. Aber sie funktioniert sehr gut. Ja, dann kommen wir zur spannenden Geschichte. Ich habe das Getriebeöl gewechselt. Und ich habe gedacht, ne, wir machen das. Ich weiß ja nicht, wie alt das ist. Und Alter, das war richtig übel. Das war, ich zeige es mal ganz kurz, das war wirklich kesselschwarz. Richtig ekelhaft, wie Sirup, was da rauskam. Boah, natürlich soll man den Roller warm laufen lassen, aber er war zerlegt, kannst du nicht in der Bude machen. Das ist dann immer mit den Abgasen so ein bisschen schlecht. Kriege ich Schwierigkeiten mit der Frau, ne? Dann werden wieder Fragen gestellt, die unangenehm sind. Deswegen habe ich es einfach so, man kann es ja später nochmal wechseln. Ist ja kein Problem, dann im warmen Zustand. Ja, neues, frisches, pipi-gelbes Öl, kann man sagen. Richtig frisches. 85 W90 ist das, glaube ich, so ein Scooter-Getriebeöl. Habe ich auch in meiner NSL drin. Habe ich auch in einem neuen Projekt, von dem ihr noch nichts wisst. Da muss ich natürlich auch nochmal ein Video drüber machen. Da habe ich es auch reingefüllt. Ich habe schon ein bisschen was verraten für die Roller-Fans. Es kommt noch was Geiles nach der NSL. Ja, dann habe ich gesehen, was auch geil war, war die Bremse vorne. Vorne eigentlich noch ganz gut. Der Zustand war noch okay, kann man noch so fahren. Natürlich, irgendwann ist die auch fällig, aber so ein bisschen was kann man noch darunter nudeln. Jedenfalls habe ich gesehen, dass die Bremsleitung vorne, das sind ja so Seilzüge, die waren mit Pflaster repariert. Also einfach so Pflasterband irgendwie da drumherum gewickelt. Da war eine Stelle kaputt, kann Wasser eindringen, dies und das. Alles ein bisschen doof. 12,95 Euro später habe ich diesen Zug neu bestellt, eingebaut. Jetzt sieht es wieder geil aus. Muss ja nicht so abgenudelt da durch die Welt fahren.
Ja, die neue Ölschraube zum Einstellen von der Ölpumpe, ich habe es ja erzählt, die war abgebrochen. Ja, hat der Vorbesitzer anscheinend irgendwie Murks gemacht. Ich habe die neu bestellt, weiß gar nicht, was die gekostet hat. 3 € oder so, keine Ahnung. Ja, habe ich auch neu gemacht. Und jetzt funktioniert der Ölzug auf jeden Fall wieder. Das Getriebeöl habe ich mit einer Spritze eingefüllt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel habe ich reingemacht. 65 oder 70 Milliliter. Irgendwie sowas. Es gab ja mal eine Änderung in den Originalpapieren, dass man gesagt hat, oh, ich glaube, 80 Milliliter ist zu viel, wenn man das einfüllt. Dann drückt der Motor das raus. Muss man ein bisschen genau machen. Deswegen habe ich es mit der Spritze gearbeitet. Dann habe ich auf der Variomatic-Seite geguckt. Denke, na, wir müssen uns das Getriebe mal anschauen. Und auf der Seite ist auf jeden Fall alles schön dicht, alles so, wie es sein soll. Schön trocken alles. Dann gucken wir uns nochmal die Kupplung an. Die habe ich mir, ich musste sie ja mal anschauen. Ich habe die natürlich auch ein bisschen abgeschliffen und so. Da ist auf jeden Fall noch richtig was drauf. Die Kupplung geht auf jeden Fall noch ein paar Jahre klar. Das ist gar kein Problem. Habe ich ein bisschen angeraut mit einem 240er Schleifpapier. Wirklich ganz fein den verhärteten Film, sage ich mal, dieses Verglaste. Ihr kennt das ja. So ein bisschen angeraut einfach. Ihr wisst, was ich meine. So, dann habe ich einen neuen Keilriemen aufgelegt. Der alte Keilriemen war so ein bisschen abgenudelt. Da habe ich gedacht, komm, wir haben das Ding einmal auf und wir machen das auch neu. Und habe einen neuen Riemen bestellt. Der sieht auf jeden Fall gut aus, funktioniert hervorragend. Und ja, das kann man für den 50er ist das eigentlich genau richtig, kann man so nehmen. Ja, die Variomatik war ein bisschen sehr verkratzt an der Seite, wo der Riemen dann hochläuft. Und dann habe ich gedacht, komm, wir bestellen mal nicht eine originale, sondern vielleicht eine von Naraku, so ein bisschen eine Tuning-Variomatik. Und das Ding ist wirklich echt geil. Ich hatte einen Naraku schon mal in meinen China-Rollern und ja, war mittelmäßig zufrieden, aber jetzt habe ich es für die Piaggio. Ich musste den inneren Kranz, wo das auf der Kurbelwelle draufsteckt, ein bisschen ausfräsen, aber das Ergebnis, Wahnsinn, das Ding zieht unglaublich ab. Ja, dann habe ich den Vergaser. Ich habe ja gesagt, wenn ich schon mal alles auseinandernehme, dann machen wir auch den Vergaser nochmal komplett zerlegt und in einem Ultraschallwasserbad eingelegt. Meine Frau hat sich das gekauft für die Brille. Und da habe ich gedacht, da können wir auch einen Vergaser reinigen. Funktioniert hervorragend, Freunde. Also das kann ich euch mal sehr empfehlen. Kauft euch so ein Ding, kostet 30 €. Brauchst du immer, wenn du Brillenträger bist oder Schmuckträger oder was auch immer. Man kann alles drin reinigen. Vergaserteile. Ja, dann gab es noch Reifen, die wurden geliefert. Da gab es auf jeden Fall schöne golden verpackte Kenda-Reifen, Weißwand, ich habe es ja versprochen, ich wollte die Weißwandreifen gerne haben, weil es einfach zur Retro-Optik am Ende dann auch passen soll. Und ich zeige euch jetzt ein Bild, einen kleinen Videoausschnitt. Ich spoilere so ein bisschen aufs nächste Video. Ich habe die Reifen schon drauf auf dem Roller und habe auch schon ein Teil lackiert. Und im nächsten Video, was ich mache, da zeige ich euch dann das Ergebnis von dem Roller. Wir sind also fertig mit Bauen. Da zeige ich auch den komplett lackiert dann. Jetzt nur mal so ein kleiner Spoiler. Bis hierhin war das jetzt erstmal so eine kleine, ja, so eine kleine, so ein Infovideo, was bis jetzt passiert ist. Im nächsten Video, da habe ich dann den fertigen Roller für euch. Da sprechen wir wirklich nochmal ausgiebig über die Lackierung, weil der öfters mal nachgefragt wird, ey, wie hast du dies gemacht oder das? Ich habe das jetzt versucht, hier bei dem Roller ein bisschen besser zu dokumentieren, wie ich es gemacht habe und es funktioniert hervorragend. Darüber sprechen wir im nächsten Video. Machen wir ein reines Lackiervideo. Ne? Wird geil. Habe ich hier auch schon ein bisschen was aufgeschrieben. Ja, in diesem Sinne, kurzes kleines Update. Herzlichen Dank fürs Einschalten und seid dabei gerne beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wir basteln an der Sphäre weiter, beziehungsweise fertig. Bis dahin, vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut. Ciao, ciao.